erforscht. Immer mehr Mittelständler haben in Schwellenländern Standorte oder Vertriebsniederlassungen. Wie unterstützt Sie die ERP-Software bei dieser Expansion in die expandierenden Staaten? Die ERP-Software muss Ihnen natürlich die Möglichkeit geben, beispielsweise Ihre Daten zu verteilen. Das ist mal das Erste. Ne? Sie wollen ja Ihre Daten nicht in sämtlichen Ländern, wo Sie aktiv sind, wo Sie Niederlassungen haben, wieder von vorne anfangen, sondern Sie möchten diese Daten dort zur Verfügung gestellt bekommen haben. Das Problem, was wir jetzt natürlich haben, ist, in China möchten die natürlich keine deutschen Artikeltexte, sondern die möchten chinesische Artikeltexte haben. Die möchten auch nach chinesischen Artikeltexten suchen können. Während in Deutschland möchten sie natürlich nach deutschen, weil dort die meisten Leute der chinesischen Sprache nicht so sonderlich mächtig sind. So. Und eine Software kann das natürlich dabei unterstützen, dass wir sagen, wir haben beispielsweise in einem Artikelstamm, um bei diesem Beispiel zu bleiben, eine ganze Reihe von unterschiedlich fremdsprachlichen Texten, die dann je nachdem, welcher Benutzer davor sitzt und wer damit arbeitet, dann entsprechend auch angezogen werden und den Benutzer dann in seiner Bediensprache bedienen. Das ist die eine Geschichte. Dann möchte man natürlich auch, wenn man international aktiv ist, unter Umständen auch mit Kunden arbeiten, die genauso international aktiv sind, die vielleicht eine zentrale Rechnungsadresse haben, aber aus den unterschiedlichsten Ländern einkaufen. Auch solche Sachen gibt es und das kann eine ERP-Software auch unterstützen. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass sie in diesen Ländern auch überall verfügbar ist, dass sie in die entsprechende Sprache übersetzt worden ist und dass sie sich den lokalen Gegebenheiten auch anpasst. Stichwort lokale Anpassung, die Sprache ist das eine und die gesetzlichen Regelungen in den jeweiligen Ländern das andere. Wie wird eine Software entsprechend angepasst, dass sich der Anwender sicher sein kann, dass er die gesetzlichen Auflagen vor Ort jeweils erfüllt? Das ist eine ganz, ganz große Herausforderung, das zu machen. Es gibt Länder, die relativ ähnlich dem deutschen Finanzbuchhaltungssystem, wobei es nicht nur um Finanzbuchhaltung geht, auch in Ein- und Verkauf kommen natürlich Dinge zum Tragen, die gesetzlichen Anforderungen entsprechen müssen. Die also sehr nah an dem deutschen System sind, aber schon in Frankreich geht's los. Die denken ganz anders. Die Finanzbuchhalter denken nicht in Konten, die denken in Journalen. Und wenn wir dann nach Brasilien gehen, dann wird's ganz dramatisch. Sie müssen sich mal eine brasilianische Rechnung anschauen. Da wird Ihnen schwarz vor Augen, wie oft da Steuer berechnet wird. Und das sind Prozesse, die unsere lokalen Partner vor Ort beherrschen und die auch unsere Software entsprechend um diese Funktionalitäten erweitern und sie dann auch pflegen. Wir sind Stand heute in 32 Ländern aktiv und würden wir diese ganzen Anpassungen vorhalten, dann würde man nichts anderes mehr machen, als die gesetzlichen Bestimmungen pflegen und wir würden mit der Weiterentwicklung unserer Software keinen Schritt mehr vorankommen. Also haben wir gesagt, wir brauchen die Fachleute, die vor Ort sind, die auch die Gesetze lesen können. Ne? Denken Sie nur, um wieder bei meinem Beispiel China zu bleiben, wenn halt ein chinesisches Gesetz rauskommt, das gibt es auf Deutsch gar nicht und nicht auf Englisch. Und das könnte ich nicht mal lesen. Also brauchen wir Leute vor Ort, die sich um diese Thematik kümmern und die haben wir und so gewährleisten wir, dass unsere Kunden das System auch international einsetzen können.